Irgendwie hat der YouTube-Algorithmus entschieden, dass mein Video zum Rush-Problem in Siedler 2022 allen möglichen Leuten vorgeschlagen werden muss. Und dort habe ich auch erwähnt, dass ich mal ein Video darüber machen muss, wie andere Strategiespiele Angriff und Verteidigung balancieren. Genau darum geht es heute. Zunächst ein Paradebeispiel Age of Empires 2 mit einem anschließenden Vergleich zu Siedler 4 und Siedler 2022. Bereits unser erstes Gebäude in Age of Empires, das Dorfzentrum, erfüllt hier eine wichtige Funktion. Sein Primärzweck ist es zwar, Dorfbewohner auszubilden und auf sie bezogene Forschung zu ermöglichen, aber bei Bedarf kann dieses Gebäude auch zur Verteidigung genutzt werden, indem ich meine Dorfbewohner dort einquartiere. In diesem Zustand ist das Dorfzentrum weitaus stärker als die in den frühen Spielphasen verfügbaren Einheiten, sodass man von diesen schon eine große Masse benötigen würde, um es zu zerstören. Eine Masse, die man so nicht haben wird. Oft besteht der erste Rush aus 3 Milizsoldaten und dem Speer, mit dem man startet. Es ist aber auch gar nicht das Ziel, das Dorfzentrum zu zerstören, sondern möglichst viele Dorfbewohner zu töten, um den Aufbau des Gegners zu verlangsamen. Falls alle Stricke reißen, kann der Verteidiger mit der Alarmglocke alle Dorfbewohner ins Dorfzentrum beordern, um den Raid abzuwehren. Aber selbst das ist bereits ein Sieg für den Angreifer, da dann die gesamte Wirtschaft zeitweise stillsteht. In der Feudalzeit stehen uns nicht nur etwas stärkere Einheiten, sondern auch die ersten Türme zur Verfügung. Diese können auch ohne Besatzung angreifen, aber auch bis zu 5 Dorfbewohner oder Bogenschützen für zusätzliche Feuerkraft und Schutz einquartieren. Sie eignen sich damit gut, um weiter entfernte Rohstoffvorkommen zu beanspruchen. In dieser Spielphase haben Türme aber noch eine Achillesferse. Sie brauchen einen Mindestabstand, um Gegner angreifen zu können. Gegen Nahkämpfer müssen also entweder trotzdem andere Einheiten in der Gegend sein, oder es müssen mehrere Türme gebaut werden, die sich gegenseitig Deckung geben können. Sobald wir die Ritterzeit erreichen, wird es spannend. Türme erhalten erstes Upgrade in Sachen Feuerkraft und Gesundheit. Noch dazu können wir nun auch Burgen errichten, die ein Gebiet sehr gut kontrollieren können. Und die Technologien Mordlöcher sowie Ballistik werden verfügbar. Erstere eliminiert den Mindestabstand, während die zweite die Genauigkeit gegen sich bewegende Einheiten erhöht. Das würde Verteidigern einen sehr großen Vorteil geben, wenn nicht im gleichen Atemzug neue Angriffsmöglichkeiten verfügbar würden. Die Ritterlinie ist eine starke, aber teure Allrounder-Einheit, die Türme auch ohne Unterstützung schon gut überwältigen kann. Außerdem erhalten unsere ersten spezialisierten Belagerungswaffen. Hier ist insbesondere der Rambock wichtig, dessen Verteidigung so hoch ist, dass er vom Projektil nur minimalen Schaden davonträgt. Zwar sind die sehr anfällig für Nahkämpfer, aber die Verteidigung ist kein Selbstläufer, wenn Ramböcke beteiligt sind. In der Imperialzeit erhalten Türme nochmal ein Upgrade, dienen aber an diesem Punkt mehr zur Unterstützung der Verteidigung in einem größeren Gebiet, als dass sie ein Gebiet alleine schützen könnten. Neben noch stärkeren Einheiten und Upgrades für die bekannten Belagerungswaffen wird außerdem der Tribok verfügbar. Dessen Reichweite übersteigt die jedes Verteidigungsgebäudes bei weitem, wodurch selbst Burgen vor ihnen Angst haben müssen. Aber Tribocke sind auch selbst nicht allzu widerstandsfähig und im aufgebauten Zustand können sie nicht mehr flüchten, falls ihnen feindliche Einheiten zu nahe kommen. Auch wenn Burgen spätestens jetzt keine alleinige Verteidigung mehr darstellen können, verlieren sie aber auch nicht ihre Relevanz, da sie auch dazu dienen, die jeweilige Spezialeinheit ihres Besitzers auszubilden und zu verbessern. Letztendlich haben sowohl Angreifer als auch Verteidiger zu jeder Zeit eigene Züge und Gegenzüge zur Wahl, was eine Vielzahl an Strategien auf beiden Seiten ermöglicht. Auch die Völker im Spiel unterscheiden sich hier. Die Goten eignen sich gut für Rush-Strategien aufgrund ihrer vergünstigten Infanterie, während ein Volk wie die Teutonen einige Vorteile in seiner Verteidigung genießt. Ein Rush ist aber auch nicht unbedingt erforderlich. Je nach Volk und Vorliebe lohnt es sich deutlich mehr, sich auf das Micromanagement seiner Wirtschaft zu konzentrieren. Das ist aber natürlich nicht die einzige Art, so etwas zu lösen. Auch wenn wir jetzt Siedler 4 als Vergleich nehmen, darf man nicht vergessen, dass Age of Empires ein reines RTS ist, während Siedler in erster Linie ein Aufbauspiel ist, das ab Teil 3 einige RTS-Elemente integriert hat. Der Fokus liegt ganz woanders. Das Potenzial für Rush-Angriffe, die den Gegner nur verlangsamen sollen, ist in Siedler deutlich geringer. Zivile Gebäude und Siedler können nicht angegriffen werden. Im besten Fall könnte man versuchen, Pioniere und Geologen zu töten oder mit Dieben Waren des Gegners zu stehlen. Direkte Angriffe werden am Anfang durch zwei Mechaniken unattraktiv gemacht. Zum einen haben wir die Kampfkraftmechanik, die den Schaden von Einheiten außerhalb ihres eigenen Gebiets auf bis zu 25% reduzieren kann. Dieser Wert steigt, während die Siedlung auf- und ausgebaut wird, basierend auf dem Materialwert eurer Gebäude. Die Idee ist, dass eure Soldaten nicht allzu viel Lust auf einen Angriffskrieg haben, wenn ihre Siedlung literally aus einem Turm und sonst nichts besteht. Dieser Wert kann bis auf 150% steigen, während sein defensives Gegenstück zwar auf 100% startet, aber nur bis 125% steigt. Am Anfang wollt ihr also eher in eigenem oder verbündeten Gebiet kämpfen, während sich der Vorteil später zu dem Spieler verschiebt, der auf feindlichem oder neutralen Gebiet kämpft. Zum anderen haben wir Türme, die ihre stationierten Bogenschützen vor direkten Angriffen, einschließlich Kampfmagie, schützen und ihnen zusätzlichen Schaden verleihen. Dieser Schadensbonus wird aber im Late Game recht irrelevant. Ein Punkt ist viel, wenn die Einheit regulär nur 4 hat. Der gleiche Bonus wird bei Level 3 Bogenschützen mit 8 Grundschaden aber proportional kleiner. Soweit die Theorie, aber in der Praxis wird jegliches Early Game Rushing oft durch eine vorher festgelegte Friedenszeit unterbunden. Das ist auch der Grund, wieso ich vorhin den Saboteur nicht erwähnt habe.
Diese sind oft auch nach der Ablauf der Friedenszeit verboten oder eingeschränkt, da viele Spieler sie als störend oder schlicht zu stark betrachten. Meine Untersuchungen haben auch ergeben, dass diese Einschätzung nicht ganz unbegründet ist. Saboteure sind stärker, als ihre Werte es erlauben dürften. Ob das an einer einzigartigen Mechanik liegt, die ich einfach noch nicht entschlüsselt habe, oder ob sie einfach verbuggt sind, kann ich aber nicht klar sagen. Die Friedenszeit selbst ist nochmal ein eigenes Thema, macht aber auch deutlich, dass Kampfkraft allein zumindest in Vanilla leider nicht genügt, um die Völker mit schwächerem Early Game zu schützen. Level 3 Soldaten haben selbst mit 50% Kampfkraft, mit der man in einem 1v1 bereits startet, so viel Schaden wie ihre Level 1 Gegenstücke und in der Regel die doppelte Gesundheit. Da helfen auch keine Türme mehr, wenn der Verteidiger noch keinen Zugang zu eigenen Level 3 oder zumindest Level 2 Soldaten hat. Türme sind ohnehin eher problematisch. Da sie auch zu Gebietserweiterungen dienen, bedeutet eine Eroberung auch, dass das umliegende Gebiet den Besitzer wechselt und alle zivilen Gebäude darauf zerstört werden. Solange sich die Grenzen der Spieler aber nicht berühren, gibt es auch gar keinen Grund, mehr als einen Turm zu behalten. Große Türme und Burgen sind zwar weniger anfällig, aber auch teurer und oft durch externe Regeln streng reglementiert, da große Ansammlungen von Türmen eigentlich schon entschiedenes Spiel oft sinnlos in die Länge ziehen. Siedler hat auch Kriegsmaschinen, diese sind aber leider unbequem zu nutzen. Noch dazu eignen sie sich nicht mal besonders gut für den Angriff auf Türme, da sie weder besonders resistent gegen diese sind, noch eine größere Reichweite besitzen. Man ist allgemein besser dran, wenn man einfach mehr Soldaten produziert, was aber kein besonders zufriedenstellendes Gameplay ist, wenn man eigentlich schon gewonnen hat und nur darauf wartet, die 20 Türme des Gegners überrennen zu können. Ich halte Kriegsmaschinen durchaus für bergbar und hoffe, das für meinen Ultimate Balance Overhaul später auch tun zu können. Aber wenn man sich von Sonderregeln zu Türmen lösen möchte, müssen sowohl Kriegsmaschinen sinnvoll als auch Saboteure erlaubt sein. Viele Spieler haben leider wenig Interesse daran, sich von den Notlösungen der letzten 20 Jahre zu trennen. Aber wenn man diese drei Dinge, Türme, Saboteure und Kriegsmaschinen hätte, hätten Angreifer nicht nur eine Lösung für Turmspam, sondern könnten, während sie auf ihre Kriegsmaschinen warten, mit Saboteuren die übrige Siedlung des Siedlers zerlegen. Wenn dieser dann nicht aufgibt, hat der Angreifer zumindest das Gefühl, weiterhin einen Fortschritt zu erzielen. Aber solange eins dieser Elemente fehlt, wird es immer Situationen geben, die nicht auf befriedigende Weise gekontert werden können. Siedler 4 hat also durchaus die richtigen Ideen, geht aber zum Teil einfach nicht weit genug. Aber auch wenn mir persönlich noch andere Mechaniken, wie zum Beispiel Höhenvorteile fehlen, erinnere ich nochmal an den vorhin erwähnten Fokus. Siedler konzentriert sich sehr auf den Bau einer miteinander verwobenen Siedlung und die damit verbundene Logistik. Age of Empires ignoriert das komplett, um sich auf ein komplexes Militär konzentrieren zu können. Rohstoffe werden einfach teleportiert und Gebäude interagieren sehr wenig miteinander. Beide Spiele haben zwar zum Beispiel eine Schmiede, aber in Age of Empires ist sie nur ein Forschungsgebäude. Sie wird nie von irgendwem beliefert, noch wird sie je irgendwas herstellen, um ein anderes Gebäude wie die Kaserne zu versorgen. Und sobald wir alle Upgrades haben, können wir die Schmiede theoretisch auch abreißen. Siedler handhabt das völlig anders. In Siedler steuern wir unsere zivile Bevölkerung auch nicht direkt, während wir in Age of Empires viel fürs Micromanaging unserer Einheiten belohnt werden. Dass es immer schlechter geht, sieht man leider gut am Beispiel von Siedler 2022, welches zumindest in der Closed Beta so gut wie nichts aus unseren Beispielen implementiert. Wozu das führt, habe ich ja in meinem Video zum Rush-Problem bereits erklärt. Sowohl Mechaniken aus Age als auch aus den alten Siedlerteilen könnten das lösen. Das heißt aber auch nicht, dass Siedler 2022 blind Mechaniken kopieren sollte. Es ist keine Schwäche, von anderen Spielen zu lernen. Aber es bringt nichts, seine Hausaufgaben abzuschreiben, wenn man sie nicht verstanden hat. Spätestens wenn der Lehrer nachfragt, fliegt es eh auf. Was den Ultimate Balance Overhaul angeht, schaue ich auch viel auf Age of Empires. Mir ist aber auch klar, dass dessen Mechaniken nicht 1:1 in Siedler funktionieren würden. Lernen kann man davon aber auf jeden Fall.